Hallo zusammen. Ich hoffe, das war heute nicht so unvermittelt. Wir haben alles gegeben. Sonja spielt heute. Ihr dürft wieder ordentlich Material schlagen. Ja, hallo von uns, vom Model und von mir. Ja, heute wieder das Thema Gambits. Ich bin mal wieder hochmotiviert. So, ich guck mal. Was haben wir denn hier? Wir haben schon auf jeden Fall ein paar Gegner. Wie nehme ich denn? Ich nehme mal Chessie. Okay. So. Ah, ich sehe Sonja, das Internet ist heute wieder voll dabei. Ja, wir haben für alle Hallo heute. Sonja, bist du überhaupt noch da, oder? Sieht aber kalt aus bei Sonja. Ja, vielleicht funktioniert die Heizung nicht, weiß ich nicht. Mikrogambit, hört ihr uns nicht? Oder nur mich, oder wen? Oder was ist los? Sagt's mir. So, mein Internet war mal wieder ganz katastrophal. Ich habe absolut nichts mitbekommen von dem, was du gesagt hast. Ich habe gesagt im Prinzip, dass dein Internet ganz schön schlecht ist, aber. Ja, das ist richtig. Das kann ich einfach nur, da kann ich einfach nur zustimmen. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt irgendeinen Gegner ausgesucht. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt funktioniert hat. Kannst du das sehen? Ich bin schon am Brett, ja, aber ich sehe noch keine Züge. Okay, ja genau, aber ich sehe auch noch keine Züge. Ich dachte, vielleicht liegt es an mir, am Internet, aber... Ich glaube, er hat noch nicht gezogen, einfach. Ah, Carlsen okay, im Anzug sagt, ja. Eine von euch beiden hat kürzlich ein Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bedanke mich. Und ja, heute live aus dem Flugzeug. Wieso denn das? Sag mal, also... Sonja spielt das Internetzugangsgambit. Sonja ist leiser als Josi. Sehen das noch mehr so als einer? Dann werde ich mich ein bisschen leiser stellen. Ja, Jessie hat nur mich gehört und Sonja ist Freeze. Ja, das war nicht das Mikro, das war das Internet. Achso, wir haben schon einen neuen Gegner, ja? Wir haben schon einen neuen Gegner ja. Und ich habe es endlich geschafft. Ich habe Stafford auf dem Brett. Und ich weiß, dass es jetzt matt in drei Zügen ist. Für laut Schwarz. Theorie. Aber also dazu, weil mich ja alle hier immer hassen, weil ich Stafford schlecht finde. Also ich hatte jetzt zwei von meinen Schülern, die das gespielt haben. Der eine hat mich gefragt, was er denn falsch gemacht hat in der Partie, dass er so, so chancenlos verloren hat. Und das Traurige ist, der Gute hatte nach Zug 4 keine Chance mehr, weil er einfach ein Bauern weniger und keine Stellung hatte. Das kann gar nicht sein, das ist ja Quatsch. Es war ganz genau so und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er jetzt kein Stafford mehr spielt. Dem anderen habe ich auch erklärt, dass das absoluter Quatsch ist. Ja, doch, jetzt seht ihr doch was, oder nicht? So, Sonja ist zu leise. Okay, dann stelle ich mich leiser oder Sonja lauter? Ah, Sonja ist ganz laut, also stelle ich mich einfach leiser. Dann müsst ihr das bei euch lauter stellen. Sagt mir aber gern Bescheid, ob es irgendwie besser geworden ist oder so. Weil ich höre Sonja eigentlich okay. Also beziehungsweise jetzt redet sie nicht, aber... Ich bin da. Leute, ich bin hier, ich bin nicht weggegangen. Ich muss mich jetzt nur erstmal hier mit der Stafford-Theorie bekannt machen, weil ich keine Ahnung... Also, so, es sieht schon wieder schlecht aus. Hast du einfach ein Bauern weniger, ja? Okay. Für Kompensation. Für welche? Dafür, dass dein Gegner ein starkes Zentrum hat? Genau. Okay. Schachtomi sagt, wir sehen heute beide sehr hübsch aus. Vielen Dank. Danke dir. Ich bin viermal lauter. Huch. Auch das laute Rauschen weg. Aber das Rauschen kommt von Sonja. Also ich höre das auch. Na gut, egal. Wenn es jetzt besser ist, dann ist gut. Und um die Frage von Magnus zu beantworten, Sonja, ist dir kalt? Ich denke, man kann erkennen, dass mir kalt ist. So oder so. Aber ja, mir ist ein bisschen kalt. Okay. So, wie bin ich hier, Josephine? Was macht man denn?
Aufgeben. Puh. Sag mal, das. Also, ich glaube, es hat noch nie jemand gewonnen, indem er aufgegeben hat. Ja, das stimmt, aber mit Stafford haben auch noch nicht viele gewonnen. Isabel fragt, wie es uns geht. Isabel, uns geht's, also uns, also mir geht's gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir und wie geht's Patrick? Also mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Im letzten Stream haben wir ihn sehr vermisst. Ja. Ist uns aufgefallen, dass er nicht da war. Ja, Sonja vermisst ihn immer. So ist es. So ist es. Wer das Stafford nicht ehrt, ist die Elo nicht wert. Also ich kann euch sagen, ich habe mehr Elo als die meisten Leute, die Stafford spielen. Ich glaube, ich mache mich hier einfach immer unbeliebter. Aber Ich okay. glaube auch, ich glaube, die Leute hassen, dass du einfach Stafford nicht leiden kannst. Ja, aber es ist halt einfach richtig schlecht. Aber guck mal, ich habe jetzt schon einen Zeitvorteil. Das ist gut. Patrick war letztes Mal An arbeiten. mir. Und Falom fragt, was das für ein Label war. Also bei dem Turnier, wo ich gespielt habe. Ja, also, keine Ahnung, irgendwie ist das halt so speziell Anti-Cheating. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was der Unterschied zu anderen Turnieren ist, weil cheaten darf man ja sowieso nie. Ich glaube, der Unterschied ist, man muss auf jeden Fall seinen Klarnamen angeben. Das heißt, wenn man erwischt wird, ist auch auf jeden Fall klar, wer das war. Und also das ist von meinem Schweizer Verein organisiert, deswegen habe ich da mitgespielt. Weiß auch nicht, was an dem Abend los war. Ja, für alle, die dies verpasst haben, Josephine hat in einem Turnier absolut brilliert. Es war kaum zu fassen. Also ich habe mir die Partien danach angeguckt, weil sie mir hat. Sie, vor allen Dingen, ich sag so, Josephine, was gibt's Neues bei dir? Und sie so, ich habe ein Turnier gewonnen. Einfach so in einem Nebensatz. Also wirklich so, und dann hat sie direkt über was anderes gesprochen. Und dann dachte ich so, hä, was für ein Turnier, was hat sie denn gespielt? Ja, das hat sie gespielt. Es war halt nur ein Spaßblitzturnier, ja. Also. So, habe ich Probleme noch Dame C2, König B8, Läufer F5, Dame H4. Schwierig. Macht er, sieht er. Willst du nicht G2 machen, vielleicht? Es tut Läufer F5. Ah ja. Aber jetzt ist Also vielleicht zu spät für G2, ja? Läufer E4? Hast du da nicht eine Figur weniger? Bist du schon wieder weg? Josephine auch mit Dingtasse. Nein, das ist Peter Swidler. Zum hundertsten Mal. Okay, ich habe das Gefühl, Sonja ist schon wieder irgendwie weg. Naja, solange sie Züge macht. Du solltest dich nicht so viel bewegen, dann fällt das nicht so auf, wenn du eingefroren bist. ich bewege mich fast gar nicht. Deswegen, ich bin da auch schon auf den Trichter gekommen. Wenn ich mich einfach nicht bewege, dann merkt es keiner. Aber ja, das Internet ist heute nicht so ganz auf meiner Seite. Ich verstehe das gar nicht. Josephine, wie war dein Date mit Kugelbuch? Welches Date mit Kugelbuch? Ich habe keine Ahnung, Du wovon du hattest ein Date mit. redest. Du hattest ein Date mit Kugelbuch? Nicht, dass ich wüsste. Habe ich was verpasst? Also ich anscheinend auch. Aber du kannst mich gern aufklären, Dotti 089. So, G2. Du drohst halt so gar nichts, ja. So. Ich drohe absolut gar nichts und er will halt einfach meine Figuren tauschen. Und ich Also habe meine halt lieben irgendwie. Freunde, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das hier Stafford Gambit war und dass das einfach absoluter Scheiß ist. Jetzt Dame H4, Turm G2 und einfach Figur Nein, der weniger. Läufer hängt auf E3. Was? Der Läufer hängt auf E3. Ja, ist trotzdem. Aber ist vielleicht trotzdem schlecht, oder? Okay, nimmt. Natürlich ist es schlecht, ich habe eine Figur weniger. Aber trotzdem. Na gut, machen wir Turm E2. Behalten wir die Figuren. Aber bestimmt gewinnst du auf Zeit. Ja, das ist der einzige Plan, den ich gerade habe. Ja, Oliver dachte, Kugelbuch war bei Sonja. Also das klingt mehr nach irgendwas Realistischem. So, wie gewinne ich jetzt? Warte, kann ich jetzt gewinnen? Nee. Nee. Habe ich irgendeinen Abzug? Nee, Kann ich ich mach mal jetzt den. gewinnen?
Okay, den Kommentar liebe ich schon wieder. Moin Mädels, coole Haarfarbe, Josephine, steht dir gut. Was? Was ist denn da los? Welche Haarfarbe habe ich denn heute? Braun, hätte ich jetzt gesagt. Also, ja. Eine von euch beiden war am Valentinstag bei Kugel. Wir haben Beweise, aber ich war das nicht. Also ich war am Valentinstag auch nicht bei Google. Dann würde ich gern die Beweise sehen. Dann würde ich auch gerne die Beweise sehen. Kastanie. Es ist doch gut, wenn dir deine Naturhaarfarbe steht. Ja, also meine Naturhaarfarbe ist immer noch die gleiche und es ist auch jedes Mal die gleiche und es wird auch jedes Mal die gleiche bleiben. Und Sonja gewinnt auf Zeit, habe ich doch gesagt. Und auf Stellung Nee, inzwischen auch. ich gewinne. Stafford ist es einfach. Hier, guck hin. Naja, Figur weniger ohne Kompensation, ja. Stafford hat einfach wieder zugeschlagen. Das ist alles, was ich dazu sage. So, aber ich möchte jetzt mehr So, über die Valentinstag-Geschichte hören. okay, ja, ich will auch darüber was wissen. Also, wenn ich da nicht war und Sonja da nicht war, wer war das dann? Tja. Vielleicht sollte uns Kuhbuch das sagen, Ja. wenn er da ist, wenn er zuguckt. Also, Rambock fragt, Erzähl ob mal. ich eine andere Kamera habe, habe ich auch nicht. Und das Turnier schaut einfach auf Leeches. Ah, ne. Bei Leeches irgendwie, komischerweise steht das nicht so richtig auf meinem Profil, sonst steht das immer, wenn man bei einem. Das stimmt. Ich habe das auch nur gesehen, weil ich deine Partien einfach durchgegangen bin. Ja, das hieß, keine Ahnung, DSSP Fairplay Open. Ah, ich weiß nicht, ihr könnt bei meinen Partien gucken, da findet man das vielleicht, aber weiß ich nicht. Das ist einfach Licht. Ja, ich habe das Licht angemacht. Niemand war bei Stark. Kugelbuch, er hat doch ein Zugticket gekauft. Fährt er zu Sonja? Oder was? Nee. Also hier ist ja niemand. Hier schlägt jemand Jan mit Perücke vor. Was ist das L-Schatz-System? Hast du eigentlich gelesen, was das Retigambit ist? Nee, habe ich nicht gelesen. Was ist es denn? Springer F3, D5, C4. Und falls derjenige, der das im YouTube-Chat geschrieben hat, hier ist, also ich zweifle an, dass Schwarz nach D4 besser steht. Also ich habe da eine sehr, sehr große Datei zu. Aber ich glaube trotzdem, dass D4 ein ziemlich guter Zug ist. Sonja geht bald mit uns allen ins Gipsen und gibt ein paar Runden Schnaps aus. Leute, ich sehe es nicht wegen Corona. Und ich muss sagen, Gibson war irgendwie auch nicht ganz so mein Fall. Aber ich verstehe euren Gedanken. Was auch immer das Gibson ist, wahrscheinlich irgendeine Bar. Ist so ein Club in Frankfurt. Ah. Okay. So, Chat, wie geht's euch eigentlich so? Wir haben ja lange nicht mehr miteinander geredet. Was gibt's für neue Geschichten? Patrick, wie geht's Isabel? Isabel, wie geht's Patrick? Und so weiter und so fort. Wir wollen alles wissen. Patrick meinte, Ihnen geht's gut. Das habe ich vielleicht vergessen vorzulesen. Das hast du auch vergessen. Gucken Sie wieder zusammen unseren Stream. Scheint so, ja. Josi, dein Turniererfolg, wäre das was für Erfolge in deinem Wikipedia-Artikel? Das war ein Online-Blitzturnier, natürlich nicht. Das ist ja nichts wert. Aber es war schon ziemlich krass. Das stimmt. Tanzhaus West, was hältst du davon? War ich noch nie. Okay, Josephine, kommst du eigentlich auch mit zum Thailand Open? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, was da abgeht. So, wieder gewonnen? So, sehr stark. Ich weiß, Hast einen ich weiß richtigen es doch. Lauf. War ein richtiger Lauf. Und ich habe dieses Mal nicht mal einen Gambit gespielt. So, ich nehme mal die, gegen die wir noch nie gespielt haben, also beziehungsweise die, die mir neu vorkommen. So, es gibt noch ein anderes Reti-Gambit. E4, E6, B3. Wo ist denn das ein Gambit? Schlecht. Mit wem hast du da bei Twitch gestreamt? Ed Sonja. Bin direkt eifersüchtig geworden. Sagt Panther Chess.
Ahnung, wie viel habe ich denn bei Twitch gestreamt? Ich habe mit Kugelbuch gestreamt. Das ist doch schon eine Weile her, oder? Das ist schon eine Weile her, ja. Was sagt ihr beiden zum Oberer-Turnier und vor allem zu den Carlsen-Blunder? Ja, also die Carlsen-Blunder war natürlich krass. Es war auch ziemlich krass, dass er das Finale schon wieder nicht geholt hat. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, über wie viele Blunder wir da sprechen. Also ich kann mich an das gegen MWL erinnern. Alles andere würde ich jetzt eher nicht als, als so Einsteller bezeichnen. Aber okay. Okay, ja, aber ja, ich fand's krass. Also ich meine, er sagt ja auch selbst, dass er in einem Tief im Moment ist. Und ich meine, so, er spielt ja auch ein Turnier nach dem nächsten. Ich So, ich glaube meine, auch, dass er einfach müde ist. ja, Also. ich glaube, Und der spielt da jetzt auch dieses World Corporate Championships und so. Zu der Sonja GM-Frage, das ist mein Titel. Und könnt ihr blind spielen? Ja, können wir. Eine von uns beiden macht das auch des Öfteren. Die andere guckt gerne bei zu. Habt ihr den unverschämten Disrespect von Neidisch auf Twitch mitbekommen bezüglich Blühbaum? Siehe YouTube-Video Perlen vom Bodensee-Kanal. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe die Artikel gelesen und ich muss sagen, der Gute soll sich mal nicht so anstellen. Und vor allem sollte er sich nicht auf Nationalstolz berufen. Also das ist ja wohl absoluter Blödsinn. Was ist passiert? Erzähl mir mehr darüber. Also du hast gar nichts mitbekommen. Ja, Kadi will wieder für Deutschland spielen und das Präsidium vom Schachbund hat das anscheinend abgelehnt. Und Okay. jetzt sagt er, ein Deutscher darf nicht für Deutschland spielen und bla bla. Also ich bin Ja. mir nicht ganz sicher, was da los ist, aber also wir haben ja jetzt hier eine Juristin, aber in meiner Theorie von so juristischen Sachen können sie ihm mit Sicherheit nicht verbieten, für Deutschland zu spielen, aber sie können sicher sagen, sie wollen ihn nicht in der Mannschaft und sie wollen nicht diese Wechselgebühr bezahlen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, auch wenn er sagt, er hatte keine Forderung, dass die Wechselgebühr eine davon war. Von den Forderungen, die natürlich nicht vorhanden waren. Und, okay, ich weiß nicht, was er über Matthias gesagt hat. Also, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Aber Ja. okay, so ein Stream, also er hat so einen Stream gemacht, ich gegen den DSB und hat da alle in den Dreck gezogen. Das ist halt, also, Okay. das hilft halt seiner Sache auch nicht. Also, ich Ja. denke auch, dass er schon sportlich eine Verstärkung wäre, aber. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, was da hinter den Kulissen los ist. Deswegen. Ja. Aserbaidschan Ja. verlangt keine Wechselgebühr. Ja, das schon, aber die FIDE verlangt ja eine Wechselgebühr. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er wie ein normaler Mensch einen Antrag stellt und die Wechselgebühr bezahlt, dann kann er wechseln. Er hat über Matthias gesagt, dass er nur durch Theorie gut ist, aber sein Schachverständnis eine Katastrophe sei. Total unverschämt. Kein starker Spieler und viel zu hohe Elo-Zahl. Okay, damit disqualifiziert er sich doch direkt aus der Mannschaft, oder? Also tut mir leid, aber man sollte seinen Mannschaftskollegen gegenüber schon ein bisschen Respekt zollen, insbesondere wenn sie die deutsche Nummer 1 sind und man selbst nicht. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Also ich meine, ich kann so ein bisschen die Aufregung verstehen, aber also er ist halt auch einfach weggewechselt und man trifft so Entscheidungen im Leben und die haben immer Konsequenzen. Und Ja. es gibt so Menschen, die denken, dass ihre Entscheidungen keine Konsequenzen haben. Das ist halt, das gefällt mir immer nicht so, wenn Leute denken, sie können sich alles erlauben. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Er will sich ja jetzt einen Anwalt nehmen. Und. Okay. Ja, krass. Nee, also ich habe gehört, dass er wieder zurück zu Deutschland wechseln wollte, aber wie das dann weitergegangen ist, war mir nicht so ganz bewusst. Es war jetzt auch erst am Wochenende oder so, kam dieser Artikel wieder bei Perlen vom Bodensee und so. Er will unter deutscher Flagge spielen. Ja, weil er so ein stolzer Deutscher ist. Das wissen wir doch alle. Und ich denke, wir sind uns alle sehr sicher, dass es nicht nur um die deutsche Flagge geht, sondern dass er auch sehr sicher in die Mannschaft will. Also. Ja, wieso hat das bei in Aserbaidschan nicht so gut funktioniert?
Gut, also da ist er halt irgendwie die Nummer 6. Warum sollen die ein Schweinegeld für ihn ausgeben, wenn die zu Hause viel bessere Leute haben? Okay, das stimmt natürlich, ja. Sehe ich ein? Die deutschen Wertungszahlen sollen ja überbewertet sein. Ja, okay, aber er hat seine Elo ja gegen, also nicht nur gegen Deutsche erspielt. Das macht ja nicht so viel Sinn. Also. Also ich habe großen Respekt vor Matthias Jupiter. Übrigens, Matthias spielt, glaube ich, morgen irgendwie Blindgeschwätzblitz und die ganze nächste Woche macht er auch wieder irgend so einen Kram hier, dieses Endspiel-Quiz und einmal Geschwätzblitz und so Zeug. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Ja. So, ich spiele jetzt einfach mal. Ich habe ungefähr 1000 Bauern weniger, weil passend zum Thema. Na, Irgendwie vielleicht nicht so ganz. sitzt du im Matt. Ja, das war die große Hoffnung. Ich weiß nur nicht so genau, wo die Dame jetzt am besten hingeht. Ach komm, einfach schnell spielen. Einfach schnell spielen. Das mit Aserbaidschan ist eventuell ein Familiending bei Neidic. Wieso? Der hat nichts mit Aserbaidschan zu tun. Der ist doch Lette. Wie kam er damals dazu, nach Aserbaidschan, Na, die also haben zu sich wechseln? entschieden, dass sie 2016 die Olympiade zu Hause gewinnen wollen und haben festgestellt, mit den Leuten von zu Hause schaffen sie das nicht und dann haben sie ihn gekauft. Okay. Und dann haben sie trotzdem nicht gewonnen. Josephine, du hast ein Foto mit Peter Swiedler. Du hast mit ihm gesprochen. Ihr seid Freunde. Also ich habe mit ihm gesprochen. Freunde sind wir leider noch nicht. Aber Aber du arbeitest dran. ich arbeite auf jeden Fall dran, ja. Ich bin zwar nicht ganz sicher wie, aber er hat da, glaube ich, Kontakte. Ja, weil er die Leute kennt. Die kenne ich auch. Er hat überhaupt keine Wurzeln in Aserbaidschan. Grenke ist zurückgetretener Finanzvorstand, soll die Wechselgebühr bezahlen. Also ich weiß nicht, es geht doch da nicht um viel Geld. Also. Weiß ich nicht. Das ist auch alles so eine Stolzsache. Swidler wird dein Grünfeldtrainer. Ja, aber der schiebt seinen Kurs immer weiter nach hinten. Aber tatsächlich ist ein Kumpel von mir mit ihm befreundet und gibt mir jetzt immer Updates, was die Grünfeldlage angeht. Also, das. Welcher Kumpel denn, wenn ich fragen darf? Der amerikanische, kostarikanische. Ach so. Okay. Neidisch sagte auch, dass er aktuell in Griechenland wohnt. Ja, weil das Wetter da nett ist und es am Strand ist. Und er dachte, das wäre ganz gut während Corona. Ja, jeder wie er kann und will. Das stimmt. Wäre schon nice am Strand. Das stimmt. Ja. Aber der rennt hier einfach mit seinen Bauern vor. Ist der Kumpel Grischuk. I wish. Der ist ja richtig fies. Wer? Der Gegner. Meiner? Achso. Alles im Griff. Die Wechselgebühr hängt doch auch von der Elo ab. Nee, nee, das ist was anderes. Also es gibt einmal eine Gebühr, die man an die FIDE zahlen muss. Dann gibt es eine Gebühr, die man quasi an das Land zahlen muss, das einen verkauft. Aber Aserbaidschan will die nicht, deswegen ist die jetzt eigentlich nicht so hoch. So, wurdet ihr eigentlich schon mal schachmäßig gedisst von anderen Spielern, Spielerinnen, also online? Ich nicht. Also ich habe mich Dienstag So, ein ich weiß nicht, bisschen auf dem Brett gedisst gefühlt von Nepomniachtchi, aber sonst eigentlich ich hab. nicht Na so. gut, aber das ist was. Generell habe ich eher so das Gefühl, wenn man so auf Turniere geht und so und dann abends zum Beispiel irgendwie ne, noch ein bisschen Schach spielt irgendwie, wenn man sich in der Lobby trifft oder so, dann sind die meisten Großmeister so richtig nett und sagen so, hey, nein, du bist voll gut und bla bla Ja, ich fühle mich immer bla. ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Ja, ich mich auch, ich mich auch. Ich bin da immer so, ist klar, ist klar. Ja, also gerade wenn die Leute halt so richtig gut sind, Ja. da bin ich echt so, also ich kann das halt einfach nicht so ernst nehmen. Und also mir ist ja klar, dass ich für die nicht gut bin.
Und also mir reicht es eigentlich, wenn sie nicht sagen, oh, du bist voll scheiße, sondern einfach so mich halt normal behandeln, ja. Ja, genau. Wenn sie einfach gar nichts über die Spielstärke sagen. Einfach mal nichts sagen. Genau, einfach, ja, Felix sagen, danke für die Partie, Sonja. War eine Katastrophe, aber ein Gambit war es meiner Meinung nach dennoch. Oder? Ja. Vielen Dank auch für die Partie, war schön. Vielen Dank. So, wie bin ich jetzt? Jetzt schon. Ja, das war der Plan. Jetzt schon. Ah, okay, wir machen langsam. Wir spielen Gambits. Da dauert es manchmal ein bisschen länger. Ich dachte, das ist eigentlich nicht die Idee von Gambit, oder? Auf wessen Seite stehst du hier eigentlich? Und nicht auf der der Gambits. Ja, das ist uns allen mittlerweile bewusst. Oh Mann. So. Meinung zum Thema Morra. Auf jeden Fall deutlich besser als Stafford. Also ich glaube, dass Morra noch ausgleicht. Aber man muss sich schon anstrengen mit Weiß. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die meisten mit Schwarz sich nicht so gut auskennen. Also kann man das schon durchaus spielen, denke Das ich. stimmt. Ja? Ja. Der Nachteil ist halt, dass Schwarz eigentlich ziemlich leicht in zum Beispiel Alapin übergehen kann. Und dann weiß ich nicht, also wenn ich Mora spiele und dann sagt der Gegner einfach nur, ich will aber nicht. Weiß ich nicht, wie toll das ist. So. Interessiert ihr euch beide für Schachhistorie, also 1900 bis 2000? Zum Beispiel Fischer versus Spassky, Karpov versus Karpov. Karpov hat aber er gegen Kasparov und Korchnoi gespielt, ja. Deep Blue versus Kasparov oder primär nur fürs Spielen und die aktuellen Entwicklungen, neue Varianten etc. im Schach. Also ich meine, man war jetzt schon so weltmeistermäßig, was da so abgegangen ist, aber so wirklich, ne, so richtig krass im historischen Thema bin ich da nicht. Aber du bist da bestimmt richtig gut drin, oder? Lustigerweise hatte ich erst gestern Abend eine Unterhaltung darüber. Wir haben so ein paar alte Partien besprochen. Also beziehungsweise ja, eher einzelne Stellungen. Und das Problem ist, ich bin sehr schlecht mit den Namen. Also ich kenne sehr viele Partien, aber ich habe nie eine Ahnung, wer die gespielt hat. Oder also vor allem nicht beide Leute. Und mein Unterhaltungspartner wusste alles und meinte, ah, wenn du das nicht kennst, bist du keine richtige Schachspielerin. Und musste ich immer die Partien nachgucken und okay, ich kannte die Partien halt immer direkt. Aber ich hatte halt keine Ahnung, von wem die waren. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass echt viele Menschen noch ein viel, viel besseres Gedächtnis haben als ich. Obwohl dein Gedächtnis auch schon ziemlich, Es ziemlich ist gut ist. eigentlich schon auch echt nicht schlecht, ja, aber Ja. anscheinend gibt es da noch ja, ganz andere Sachen. Anscheinend, ja. Habt ihr gesehen, wie Karpov bei Klein gegen Groß diesen Neunjährigen besiegt hat? Nein, aber es ist gut zu wissen, dass er ihn besiegt hat. Ja, also ich habe auch gesehen, das war überall auf YouTube und sowas. Aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich sollte es mir auch mal angucken, aber nutzt ihr KI und welche Grafikkarte? Also ich habe Lila und okay, ich habe Stockfish 12. Das ist ja auch irgendwie eine Mischung aus KI und normaler Engine, ja. Ja. Und was ich für eine Grafikkarte habe, weiß ich leider nicht. Ich habe so einen Gamer-Laptop. Da ist die angeblich nicht so schlecht. Aber. So. Stehe ich nicht eigentlich ganz gut schon wieder? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, aber es sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Also ich habe mal wieder ein paar Bauern geopfert, aber das ist ja Sinn der Sache. Und ich finde es eigentlich ganz okay. Wahrscheinlich ist ganz okay, ja. Ja. Echt nicht schlecht, so ein Gedächtnis. Ein Ninja hat's verstanden. Also besonders im Schach ist das relativ hilfreich. Ist ja echt so. Wo kann man sich Lila runterladen, Josi? Also ich empfehle, mal Google mal. LC0. Benutzt ihr schon die neue Playzone von Chess24? Nee, sonst würden wir doch da spielen. Oder? Ja, vermutlich schon. Also nee, wir benutzen die neue Playzone noch nicht. Aber wir warten auch sehr darauf. Sehr gespannt. Ja. Ja. Wann und welche Turniere kommentiert ihr zwei als nächstes? Also ich sehe nichts kommen.
Also ich weiß auch noch nicht so genau. Müssen wir erst mal gucken, was kommt. So, den Kommentar wie Sonja heute on fire macht alle platt, liest du natürlich wieder nicht vor. Gell? Danke dir. Danke. Wunderbar. Da kam so noch Gefühl zwei Partien. Ja, aber sowas musst du doch mal vorlesen. Besonders wenn wir spielen. Also ich war. Könnt ihr Jan mal wieder aus dem anderen Stream schmeißen und das übernehmen? Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Nein, können wir nicht. Aber der private Stream zum Kandidatenturnier steht schon, ne? Also weiß ich nicht, ich habe nach wie vor keinen Twitch- oder YouTube-Account. Also zumindest keinen, wo ich streame. Ich weiß nicht, wie das bei Sonja aussieht. Nee, ich habe da auch noch nichts. Dann bin ich nicht sicher, welcher Stream steht. So, Sonja spielt wie der junge Carlsen heute. Ja, danke. Das will ich hören. Das brauche ich. Das brauche ich. Ich hoffe, die meinen jetzt aber nicht hier cool Buch junger Magnus Carlsen mäßig. Wird die Unternehmens-WM auf Chess24 übertragen? Also grundsätzlich würde ich vermuten, dass die Chance gut ist, dass die Partien übertragen werden. Aber Kommentare wahrscheinlich eher nicht, aber ich weiß es nicht. Wenn man einen Account hat, kann man ja auch streamen. Ja. Aber wenn wir alleine streamen wollen würden, würden wir ja vielleicht nicht bei Chess24 streamen. Also. Das hast du jetzt mal ganz subtil in den Raum gestellt. So. Unternehmens-WM, was ist denn das? Naja, da spielen verschiedene Unternehmen mit Teams gegeneinander. Habt ihr das Kugelblunder-Video gesehen? Ich hab's gesehen und ich musste richtig, richtig laut loslachen. Deswegen habe ich ja das mit dem jungen Magnus Carlsen eben gesagt. Ich habe Das wie war immer keine Ahnung, wovon ihr redet. sehr lustig. Ich habe auch die Reaktion von Huschi darauf gesehen. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Sonja spielt, wie Swidler aussieht. Ich bin nicht sicher, ob das ein Kompliment ist, aber da Swidler drin vorkam. Das ist 100% ein Kompliment. Ich meine, guck ihn dir an. Das kann nur gut sein. Josefina, hast du ein spezielles Rezept für Roulette oder bist du eher pokermäßig unterwegs? Immer auf eine Farbe setzen und immer den Einsatz erhöhen. Ganz wichtig. Auf welche Farbe setzt du immer oder ist es immer unterschiedlich? Wie ich Bock habe, aber meistens eher rot. Also irgendwie wird es heute mit den Gambits nichts. Also, wie letztes Mal bei mir, ja. So richtig schön Wolga angedeutet und der Gegner will einfach nicht. Also ich hab's halt wirklich angedeutet, ich habe es versucht, man kann es erkennen, aber was soll ich machen? Okay, also Don Wells findet Swidler hot. Ja, ich auch. Und Jupiter fragt, ob ich mich als Mathematiker für Schach hinsichtlich Komplexitätstheorie und wie Schachengines funktionieren interessiere. Also ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über Schachengines geschrieben und so. Ich habe es gesehen. Sie hat mir einen Teil davon mal gezeigt. Ich habe nichts verstanden. Ich war sehr fasziniert. Sie hat mir so die ersten 5 Seiten oder so gezeigt. Und dann so, guck mal, so ist es. Und dann so. Und dann guck dir das an und so. Ich war richtig fasziniert. Wie in so einer ganz anderen Welt. Und Fand auf ich den super. ersten zwei erkläre ich, wie die Figuren ziehen. Genau. Da dachte ich mir so, das macht ja voll Sinn. Danke. Ist Sonja liiert? Das Wort höre ich auch selten. Liiert. Wer sagt denn sowas? Liiert? Weiß ich nicht. Wo kann man die Arbeit lesen? Überhaupt nicht, Hobbyspieler. Dennis Wagner wollte sich die auch schon erbetteln, aber m-m. Die bleibt schön versteckt. So. Kann man jetzt hier irgendwie schon gewinnen? Nee, ne? Was lachst du eigentlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das sage? Das kann doch nicht wahr sein. Und es einfach absolut nicht ernst nehmen kann. Och, Mann.
Ich merke auch, von heute bist du wieder besser gelaunt, weil du die Gambits nicht spielen musst, sondern gucken musst, wie ich das hier mache. Ja. Was hast du ungefähr darin untersucht? Ich habe so ein bisschen im Prinzip die Evolution untersucht, ein bisschen den Unterschied zwischen ja, den neuronalen Netzwerken und ja, der Brute Force Methode, die normale Engines benutzen. Naja. Josephine, du hast deine Spiele in der Bundesliga 2019 gewonnen, dem Wettbewerb der von Mannschaften. Okay, jetzt wirst du im März spielen. Viel Glück. Also danke erstmal. Ich glaube, das war 2020 und ich bin der Meinung, die Runde im März ist schon abgesagt. Und die Runde im April auch und die Runde im Mai auch. Aber irgendwann werde ich sicher wieder spielen. Irgendwann bist du wieder da bist du wieder dabei. Also die Leute wollen jetzt alle deine Bachelorarbeit kaufen. Ja. Markus hat dich bei den letzten Tagen der Champions Chess Tour vermisst, Sonja. Deine Pre-Show ist besser als die von Jan. Direkt Jan schreiben. Direkt weiter an Jan. Ja, mal Direkt Screenshot bei Twitter vielleicht. Da liest er es auch auf jeden Fall. Bescheid geben, Jan. Ich habe das so und so gesehen. Danke dir. Danke, Markus. Merke ich mir. Ja. Okay, warum fragen alle zu meiner Bachelorarbeit? Also, ich habe nichts programmiert, das war nur theoretisch und ich studiere Wirtschaftsmathe. Wenn ihr euer Gedächtnis verloren hättet, würdet ihr lieber euer Schachwissen vergessen haben oder den ganzen Rest? Das ist spannend. Also ich würde lieber mein Schachwissen vergessen. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, ich würde lieber den Rest vergessen. Aber ich bin echt nicht sicher. Das ist halt schon ziemlich krass. So. Für welches Unternehmen startest du denn? Also ich glaube, keiner von uns spielt da, oder? Oder hast du ein Unternehmen gefunden? So als, Nee, ich hab kein Unternehmen gefunden. Warum startet Chess Tour in Evorder eigentlich nicht? Wäre das nicht was? So, ja, kann es ja mal weiterleiten. Jungs, wie sieht's aus? Ja. Chess24. Wenn ihr eine Eigenschaft mit Jan tauschen könntet, würdet ihr sein Aussehen oder seine Schachskills nehmen? Also ich auf jeden Fall Schach. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich kann die Frage nachvollziehen auf jeder Ebene. Ich glaube, ich würde auch Schach nehmen, wobei das Aussehen natürlich schon heftig wäre. So. Steht hier König. weiß etwas besser. Nicht so klar, oder? Der C4 ist schwach, der A2 kann schwach sein. Ja, ich weiß nicht, ich wollte eben Dame A5 machen und dann ist mir aufgefallen, der geht gar nicht. Huch. So. Ich weiß nicht so genau. Aber ich muss die Dame hier mal endlich aus der B-Linie rausholen. Nochmal so. In den Pausen hat er fast nur Werbung gemacht, aber der musste halt nebenbei auch kommentieren, was Sonja nicht musste, ja. Also vielleicht mal so zu seiner Verteidigung. Genau, also der Plan ist ja quasi, dass Jan und Rustam oder Niklas oder wer halt auch immer kommentiert, sich wirklich nur auf die Kommentierung konzentrieren kann und dann halt in den Pausen, dass es halt jemand anderes macht. Weil da die ganze Zeit durchzukommentieren und dann halt auch noch wirklich in den Pausen was zu machen und Pre-Show und so weiter ist halt echt viel. Deswegen ist das ja der Plan gewesen, so, dass es halt noch jemand anders macht. Ja. So. So, was geht sonst so ab? Lieber ein Date mit Eric oder gegen Svidler gewinnen? Ja, also ich meine, du hast ja schon gegen Svidler gewonnen. Ich würde es auch lieber nochmal machen, als mit Eric auszugehen. Also ich nehme das Date mit Eric. Man sieht ganz klar die Präferenzen hier, ja, bei allen Fragen. Prioritäten sind unterschiedlich gesetzt. Prioritäten sind unterschiedlich gesetzt, aber ist nicht schlimm. Jeder, wie er will. Ja. Alles kann. Wieso bist du heute eigentlich so schnell? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte es nicht sagen, weil ich es nicht jinxen wollte. Mir ist gerade aufgefallen, dass du schon wieder eine Minute mehr hast, da war ich so. Ich wollte es nicht jinxen, deswegen habe ich nichts gesagt. Ich überlege gerade, ob ich Läufer schlägt A2 machen kann. Eric Rosen. Ach so, stimmt, es war gar nicht klar, von welchem Eric wir reden, ja? Aber ich dachte, es ging um den, der es endlich in die Top 3 beim Title Tuesday geschafft hat. Ja, ich habe seine Story gesehen. Ich war kurz davor zu schreiben, hier, Junge, herzlichen Glückwunsch.
Aber dann habe ich es doch gelassen. Ich habe auch so kurz überlegt und dachte, ich schreibe doch nie jemanden über Instagram, warum soll ich dem jetzt schreiben? Ich wollte da jetzt nicht so aufdringlich sein, aber ich habe drüber nachgedacht. So kriege ich jetzt Probleme, irgendwie mit meinen ganzen Figuren, weil die alle so zusammenhängen. Der Springer Möglich. auf A6 steht schon irgendwie nicht so schön, ja. Der steht halt echt ziemlich schlecht, aber ich kann im Moment nichts dagegen machen. Ja, einfach nur schnell sein. Kuhschubser. Kuhschubs hat aber auch ein neues Foto. Meister Eder schlägt folgendes Turnier vor. Jans Kinder spielen Schach gegeneinander. Sonja kommentiert und Jan macht den Pausenclown. Das wären Rekord-Viewer-Zahlen. Meint er nicht, dass der Kleine noch ein bisschen zu klein ist zum Schachspiel? Ist der nicht irgendwie so 10 Monate alt oder so, Ja, oder 8? ich meine auch. Ja. Der ist doch erst geschlüpft, der Kleine. Ja, Loganator abonniert. Vielen Dank, Loganator. Sehr nett von dir. Wer steht nicht auf Eric Hansen? Ich. Ja, okay. Das ist ja Quatsch. Du weißt genau, dass das kein Quatsch ist. Ich weiß, dass es kein Quatsch ist. Oh Mann. Zum So, Glück guck mal. gewinnst du auf Zeit. Nee, ja, er gibt schon vorher auf. Ach so, und auch noch ohne Rating, ja. Danke, Kuhschubser. Ja, Danke dir. irgendwer trickst uns immer aus, ja? Und das ist immer die Partie, die wir gewinnen. Es ist immer dasselbe. Ja. Okay. Ich habe irgendwie die ganze Zeit schwarz. Kommt mir das nur so vor, oder ist das, kommt dir das auch so vor? Das könnte sein. So. Bei PogChamps spielen doch auch Minderjährige, die keinen Schach können und 150k Viewer schauen zu. Also ich habe zwar nicht zugeguckt, aber ich vermute, dass sie nicht erst 10 Monate alt sind. Also bei Ja. PogChamps spielen doch auch nur Streamer, oder? Und mit 10 Monaten streamt man, glaube ich, noch nicht. Nee. Aber ihr könnt mich gern eines Besseren belehren. Und ich verstehe aber auch nicht, warum da so viele Leute zugucken. Aber irgendwer hat mir das mal erklärt. Also erstmal ist es wichtig, die Leute zu kennen. Daran scheitert es bei mir schon. Also ich hab letztens bei PogChamps, was habe ich gesehen? Dieser eine von der bei The Office mitgespielt hat und so eine YouTuber Twitch-Influencerin. Habe ich mal kurz reingeschaltet, weil ich gucken wollte, wer da so mitmacht. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, wenn ich der Person halt wirklich so auf YouTube oder keine Ahnung wo folgen würde, dann weiß ich auch nicht unbedingt, ob ich dann auch zusehen wollen würde, wie die halt Schach spielen. Also wenn ich gar nichts damit zu tun habe normalerweise. Also mir ist auch nicht ganz klar, aber. So, da fällt mir ein, ich sollte fragen, ob du den Film Leon kennst. Nee, wieso? Nur so. Mir wurde vorgeworfen, dass das zur Allgemeinbildung gehört. Okay, Aber wenn ja. du den. Und Nee. dass du das mit Sicherheit kennst. Sagt mir jetzt im ersten Moment nichts. Vielleicht muss ich das kurz googeln und dann habe ich es vor Augen, aber nee, sagt mir im ersten Moment nichts. Ich werde den wahrscheinlich heute Abend gucken. Dann schauen wir mal. Pokimane und Rainn Wilson. Waren das die beiden? Nee, die eine hieß Michelle. Michelle irgendwas. Leon der Profi oder was? Ja? Irgendwie so. Spielt ihr heute noch Hand and Brain? Ich weiß Können wir nicht. machen. Ich sehe es eigentlich lieber, wenn Sonja Bauern weniger hat. Danke. Wo ist Sonjas Hals? Was? Ich glaube, das ist eine Anspielung auf deinen Rollkragenpullover. Was? Ich hab's nicht verstanden, akustisch. Wo ist dein Hals? Ach so, mein Hals, der ist hier drunter. Aber mir ist ein bisschen. Also, ich meine, man kann schon erkennen, dass mir kalt ist im Moment. Ich habe sehr kalte Hände, ich habe sehr kalte Füße, aber ich habe keinen kalten Hals. Friedel So. fragt, wie man gegen uns spielen kann. Friedel, das weißt du doch. Also alle, die spielen wollen, kommt zu Chess24, fordert uns heraus, werdet erst Premium, falls ihr noch kein Premium seid. Und dann kann's losgehen. So, Kuhschubser, danke für die Partie. Ich kann mich auch nur dafür bedanken. Und Minischach, ja, geschlüpft. Ich finde es irgendwie süß, wenn man das sagt. Liegt an mir. Bin ich Okay. einfach niedlich.
Josi und Sonja, ihr beiden seid übrigens sehr unterhaltsam und sympathisch. Neben Rustam gehört ihr für mich zu den Highlights im deutschen Schachstreaming. Auch wenn ich sonst kaum schreibe und kommentiere, schaue ich fast jeden eurer Streams, häufig nicht live. Vielen Dank für eure Streams und ich hoffe, ihr macht noch viele Sendungen. Das ist sehr, sehr süß. Vielen Dank dafür. Ja, das finde ich auch sehr niedlich. Jetzt konnte ich mich nie unterscheiden zwischen nett und lieb. Fand ich auf jeden Fall gut. Passt auch. Ja. Welches Gambit ist das, Sonja? Das ist gar keins. Ich habe Stafford angetäuscht, aber er hat dann Läufer C4 gemacht und ich wusste dann nicht, welches Gambit man da dann spielt. Deswegen habe ich ganz normal einfach weitergespielt. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht auf Teufel komm raus Bauern opfern, wenn sie halt derjenige nicht nehmen will. Das stimmt. Also. Vielleicht hätten wir den Titel auch nicht nur Gambits nennen sollen, sondern einfach nur so Gambits. Ja gut, aber die Leute Gambits sind doch selbst schuld. Also wenn ihr lest, dass wir was opfern werden, dann müsst ihr es halt auch annehmen. Also. Das stimmt. Halb Mensch, halb Rollkragenpullover. Ich sehe schon die nächsten Kommentare jetzt. Das nächste Mal ziehe ich eine Latzhose und den Pullover. Ich wollte gerade sagen, passt eigentlich eine Latzhose dazu? Ja, danke. Ich weiß. Das nächste Mal kommt die, ne? Ich weiß, ihr wollt alle wieder die Latzhose sehen, deswegen für euch gibt es dann Latzhose und Pullover. NFL oder Fußball, Sonja und Josi? Oh, nein! Oh. Sorry, ich wollte gerade pre-moven und das hat gar keinen Sinn ergeben. Warte kurz. Fußball. Ja, bei mir auch. Aber ganz klar. Emre wartet immer noch auf Albins Gegengambit. Ach so, übrigens, das wollte ich ansprechen. Das habe ich ganz vergessen. Und zwar wurde mir zugetragen, dass das Paket von Kastrierter König angekommen ist. Ein bisschen wild, dass er halt, er hat halt wirklich nicht seinen Namen, sondern einfach Kastrierter König draufgeschrieben. Und diejenige, die das Paket bekommen hat, war sehr verwirrt, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich hätte es wahrscheinlich direkt zurückgeschickt, wenn ich so gar keinen Plan hätte. Weil da steht sie ja für WM Sonja Blum von Kastrierter König. Und ich weiß nicht, sie hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte so, hier, Sonja, hier ist irgendwas für dich angekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ernst ist oder ob das irgendwie ein Fake ist oder sonst irgendwas. Und ich war sehr verwirrt. Also im ersten Moment schon mal danke für das Paket. Ich hoffe, da ist auch irgendwas Sinnvolles drin. Ich weiß es nämlich nicht, weil es ist nicht bei mir angekommen. Aber vielleicht das nächste Mal nicht unbedingt deinen Usernamen da verwenden, weil... Also vor allem nicht den. Hat für sehr große Verwirrung gesorgt. Auch in der E-Mail, die sie mir geschrieben hat, sind halt nur Fragezeichen. So, dass der Betreff ist halt einfach nur Fragezeichen, 1000 Stück. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank. Das nächste du siehst, Sonja erwartet schon das nächste Paket. Genau, ich warte schon aufs nächste. Also wenn ihr mir was schicken wollt, meldet euch. Aber genau, es gibt dann auch bestimmt ein Unboxing hier, würde ich sagen. Hä? Wieso geht das? Ich bin gar nicht durch. Deswegen, wenn ich das Paket habe, dann gibt es ein Unboxing. Dann werdet ihr alle sehen, was da los ist. Klingt spannend. Rustam sollte Bundestrainer werden, auch in Teilzeit erstrebenswert. Aber wir suchen nur einen Frauenbundestrainer. Ich bezweifle, dass er sich das antun will. Aber ich sollte ihm mal die Ausschreibung schicken, finde ich auch. Denn seit heute ist die raus. Also falls hier irgendwer zuguckt, ab 2-4, wir suchen einen Frauentrainer. Und Kastrierter König fragt, was er denn sonst hätte schreiben sollen. Vielleicht den richtigen Namen oder irgendwie was, was nicht direkt so verstörend ist. Für die Person, die nicht kommen sieht, was da jetzt klingelt. Hatten wir Jesse? Ach nee, Jesse wollten wir erst und der hat dann nicht gezogen, ja? Ja, genau. Und ich dachte, wir haben halt noch nie gegen Jesse gespielt, deswegen geben wir eine zweite Chance. Mein Internet war ja auch super schlecht. Deswegen. Wieso ich hat bin, naja, Alex hingeworfen? Naja, weil eben gesagt wurde, er darf nominieren und dann hieß es plötzlich, er darf nicht mehr nominieren. Deswegen hat er hingeworfen. Ist ein sehr konsequenter Mensch. Der hatte auch gestern Geburtstag.
Oh, Und alles alles Gute Gute. nachträglich. Geburtstage, da bin ich groß drin. Geburtstage sind ja genau das, was mich interessiert. Deswegen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Stimmt, guck dazu. Du kannst auch gerne dich wieder bewerben, Alex. Du hast das gut gemacht, fand ich. Welcher Alex? Naumann. Haben wir schon einen Herrentrainer? Es wird keinen Herrentrainer geben. Es wird nur Leute für die Turniere geben. So. Hör auf zu schleimen und konzentriere dich aufs Schach. Wer hat geschleimt? Ich habe nicht geschleimt. Oder habe ich geschleimt? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber okay. Und seit wann konzentrieren wir uns aufs Schach? So, vor allen Dingen, bis jetzt lief es doch eigentlich ganz gut. Deswegen, wir bleiben einfach bei der Taktik. Warum übernimmt Jan dann nicht den Trainerjob? Ich kann euch sagen, niemand will Frauentrainer werden. Das ist immer sehr traurig. Ich glaube, Jan ist auch mehr so Sekundant und nicht so. Also ich weiß nicht, wie viel Erfahrung er mit so richtigem Training hat. Aber als Nationaltrainer von Holland muss er da ja schon. Glaubst du nicht, die haben hauptsächlich die Eröffnung analysiert? Kein Kommentar. Schon, oder? Also wenn ich mir die Holländer so angucke, dann schon. Kein Kommentar. Das sind alles geheime Fakten, die darf ich nicht weitergeben. Okay, dann sage ich das einfach aus meiner Beobachtungsgabe der holländischen Partien. Josephine, übrigens Anfang März wird Kastrita König dir auch ein Paket schicken. Ach ja? Wieso denn das? Weil er das in den Chat geschrieben Aber hat. ich habe doch gar nicht Geburtstag. Im Zweifel immer an unseren Schatzmeister, wisst ihr ja. Der freut sich immer, Pakete entgegenzunehmen. Was macht euch mehr Spaß? Turniere kommentieren oder euch mit uns hier rumschlagen? Ich finde beides gut. Also es macht beides Spaß. Kommentieren ist halt anstrengender, finde ich. Weil es sind ja auch nicht die eigenen Partien, die man halt spielt. Sondern man muss sich da auch drauf einlassen, ne, was da eigentlich los ist. Aber an sich würde ich schon eher kommentieren sagen. Kommentieren ist halt schon ganz cool. Bei mir ist ganz klar kommentieren. Ich Aber dachte, du natürlich sagst. spiele ich auch gern gegen euch. Ich dachte, du sagst jetzt, bei mir ist ganz klar, Geschwätzblitz, da, das ist mein Ding. Was ist mit der Elisabeth? Ja, aber der Trainer kann nicht in der Mannschaft spielen. Ich glaube, das kommt der Elisabeth nicht entgegen. Und der Elisabeth hat auch nicht so viel Trainererfahrung. Also, es ist uns schon wichtig, dass der Trainer Erfahrung hat. Und irgendwer hat doch gefragt, wie soll das Training aussehen? Ja gut, also wir wollen halt alle irgendwie besser werden. Da muss der Trainer gute Aufgaben bereitstellen, in der Lage sein, uns zu sagen, was auch unsere Schwächen sind und so. Ja, ich bin sehr gespannt, wer sich so bewirbt. Ich hoffe, dass wir eine ordentliche Auswahl kriegen. Wie wird das Training so stattfinden? Also ist es dann irgendwie, dass man ein paar Wochenende raussucht, wo sich dann halt alle treffen? Oder ist es sehr individuell angelegt? Schwieriges Wort. Wie genau wird das sein? Ja, also tatsächlich haben wir, also wie wir uns das bisher vorstellen, wollen wir alle im Prinzip Einzeltraining haben, aber auch regelmäßiges Gruppentraining und auch ja, also okay, paar Lehrgänge im Jahr, jetzt nicht unendlich viel, aber so 3, 4 und halt auch für alle, also weil wir hatten in den letzten Jahren gab es immer so 2 Tage Lehrgang, aber nur für die Mannschaft und wir wollen aber schon, dass halt alle so einen Lehrgang kriegen, also mehrere und okay, vielleicht halt einen extra, wo dann nur die Mannschaft, die nominiert ist, spielt oder so, trainiert. Du wirst durch Training nicht mehr besser, nur durch Eröffnung. Das hat aber was mit dem Niveau zu tun. Also wir werden natürlich durch Training besser und nicht durch Eröffnung. Also das ist ja. Wer sucht denn den Trainer am Ende des Tages aus? Also ich nehme an, der Geschäftsführer und ich hoffe, Sie fragen uns vorher mal. Hast du einen Wunschkandidaten, jetzt abgesehen von Alex? Also das Problem ist, ich bin mir nie sicher, wer den Job machen würde. Also ich nehme an, David hat eventuell Interesse. Den fände ich auf jeden Fall gut. Aber sonst habe ich echt keine Ahnung, wer da überhaupt Interesse dran hat. Deswegen ist das schwer zu sagen.
Ist die Trainerstelle eine Vollzeitstelle? Ich meine, es ist eine Halbzeitstelle, aber ich bin nicht ganz sicher. Elo-Kurven gehen bis 20 hoch und danach sind sie flach, egal wer wen wie trainiert. Das halte ich für absoluten Quatsch. Und außerdem, woher schließt du dann, dass nur Eröffnungen das besser machen? Vielleicht gucken die Leute ja nach 20 nur Eröffnungen an. Ihre Dummheit sagt, Arthur wäre gut. Wahrscheinlich Arthur Yusupov, oder? Ich weiß nicht, ich bin nur blinder, schlägt Alejandro vor. Okay, dann viel Spaß mit Alejandro. Aber der hat doch schon ein Uni-Team. Ich glaube, der kann dann nicht noch das deutsche Frauenteam nehmen. Denkst du, dass er so viel mit dem Uni-Team zu tun hat? Also, der ist der Chef. Also. Ja, genau, aber da kann man ja nebenbei noch die deutschen Frauen machen, oder? Ja. Patrick, könnten wir bitte nicht solche Kommentare im Chat lesen? Wenn du Danke sowas dir. nochmal schreibst, wirst du geblockt. Aber auf Lebenszeit. Ja, das ist hier eine. Das dürfen auch Kinder gucken und so. Ja, Panther Chess Bewerbung ist raus. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Also ich bin sehr gespannt. Ja. Schau dir die Kurve von Ellie an, Musitschuk egal. Alle ab 20 flat. Okay, gucken wir vielleicht mal Nepo an. Also ich habe gesehen, der hat einiges zugelegt, nach 25 noch. Und trotzdem sehe ich nicht, woher du dann nimmst, dass es nur an der Öffnung liegt. Also heißt das, dass sie gar nichts machen oder. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Natürlich entwickelt man sich als Kind viel schneller. Naja, Josephine, denkst du, Magnus hat an Kraft verloren oder sind die schachbaren Kurse ausgezeichnet? Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Turm C2 habe ich nicht kommen sehen. Da bin ich ganz ehrlich. Sieht ein bisschen unangenehm aus. Turm C2 ist echt ein bisschen unangenehm, aber komm. Ja, und zu Discree, also ich denke, Magnus ist ein bisschen erschöpft, hat halt vielleicht zusätzlich einfach noch so eine nicht so gute Phase. Und das ist einfach eine sehr schlechte Kombi, denke ich. Also. König F7? Was ist denn König F7? Den verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber vielleicht schadet es gar nicht, ja? Also. Ja, fand ich jetzt nur ein bisschen Hat die fragen. Frauenmannschaft nicht den Ruf, untrainierbar zu sein? Das würde für einen Fulltime-Job sprechen. Also ich kann nämlich sagen, dass ich in 5 Jahren irgendwie zweimal Training hatte. Das heißt, es hat niemand ernsthaft probiert, mich zu trainieren. Dementsprechend lehne ich es ab, uns als untrainierbar zu bezeichnen. Okay, Larissa, aber das ist bis 2011 geht's hoch, da hat er 2,27, jetzt hat er 2,87. Es sind halt 100 Punkte auf dem Niveau, sind halt viel mehr als 100 Punkte, wenn du 1000 Punkte runtergehst. Das muss man ja schon bedenken. Bist du da immer noch am Diskutieren? Ja. Oh Mann, okay, ja. Also, je besser man ist, desto schwieriger ist es ja, besser zu werden. Das ist ja ganz logisch. Magnus ist liiert, das ist der Hauptgrund seiner Schachmisere. Ich dachte, das war der Grund dafür, dass er so gut gespielt hat. Vor allem, der ist doch schon seit 2 Jahren oder so liiert. Ja, also als er, ich glaube, als die zusammengekommen sind, hat er angefangen, besser zu spielen, oder? Ja. Okay, Sonja, spielst du auch mit deinen Jura-Kommilitonen Schach? Beziehungsweise interessieren sie sich für Schach oder ist Schach bei Juristen nicht so populär? Nein, ich will nicht mit meinen Kommilitonen Schach und es ist eigentlich quasi so wie überall, wenn man sagt, man spielt Schach. Manche finden es cool, manche nicht so. Also das hat jetzt nicht so unbedingt was mit dem Fach zu tun. Und Le Bux sagt mal, habe ich was verpasst? Ist Sonja mit Kugelbuch ein Pärchen? Le Bux, was ist da los? Wie kommst du nur da Das drauf? kam voll aus dem Nichts, oder? Das kommt halt so richtig aus dem Nichts, was, Le Bux? Okay, aber Magnus war gegen Wesley überhaupt nicht chancenlos. Also er hätte den zweiten Tag auch sehr hoch gewinnen können. Also. Chancenlos ist was ganz anderes. Ja, was ist eigentlich Dame H5? Ich dachte,
Ich dachte einmal, vielleicht sieht das nicht. Okay. Einfach mal vorwärts. Spielt ihr auch in eurer Freizeit Schach, zum Beispiel mit der Oma, Freundin? Ich spiele manchmal mit meiner Cousine. Ich spiele manchmal mit meinem Bruder. Der hat jetzt nämlich die Liebe für Schach wieder entdeckt und schickt mir immer, also er spielt auf einer anderen Plattform. Darüber reden wir jetzt nicht unbedingt. Und er schickt mir dann immer Screenshots von seinen Partien und meint so, hier, guck mal, ich habe das und das gemacht und guck mal, wie cool das und das. Und ich finde das sehr, sehr süß und es freut mich sehr. Ich Okay. glaube, ich habe ja schon erwähnt, dass er ein riesiger Fan von dir ist. Schon öfter, ja. Na. Also Le Bux nimmt das mit dir und Kugelbuch jetzt als confirmed und fragt, ob ich meine arme Cousine dann nicht immer rasiere. Also tatsächlich haben wir letztens haben wir Schach gespielt. Okay, ich gewinne natürlich immer. Dann haben wir irgendwie Dame gespielt. Da habe ich dann auch gewonnen. Und dann habe ich in Mühle auch gewonnen. Und meinte sie, dass ich wohl doof bin. Und dann wollte sie wieder Schach spielen, weil sie da am längsten gebraucht hat, um zu verlieren. Die Und Kleine ist raffiniert. ja, aber also natürlich hat sie im Schach am allerwenigsten Chancen. Ja, okay. Wie alt ist sie? Um das nur kurz dann klarzustellen. 10. Ja. Ja. Sonja, Jupiter würde sagen, MINT-Studenten interessieren sich mehr für Schach, oder irre ich mich? Was für Studenten? Mathematisch, Informatik, Naturwissenschaften, Technik heißt MINT. Ah, okay. Okay. Kann sein. Kann sein, weiß ich nicht. Also es Also, gibt auch viele Schachspieler, die Jura studieren, ja. auf jeden Fall. So, ich glaube, es gibt in jedem Bereich ein paar Schachspieler. Ja. Und Le Bux sagt, dass du ein Date klar machen musst. Ich gehe auf keine Dates, Leute. Ja, da kann Sonja machen, was sie will. Ah, und ich bin eiskalt, weil ich die 10-Jährige nicht gewinne. Also ich muss sagen, es ist manchmal echt nicht so einfach, Leute im Schach gewinnen zu lassen. Also wirklich nicht so einfach. Hast du versucht, sie gewinnen zu lassen, oder warst du so, nein, Ja, ich. manchmal schenke ich ihr ein paar Figuren. Okay, das ist aber lieb von dir. Ja. Und Glauenfisch sagt, Kugelbuch will dich sprechen. Sagt der Paragraph 187 des Strafgesetzbuchs Verleumdung etwas? Ja, wieso? Also ich nehme an, das war eine Anspielung auf. Warum steht genau das gleiche sowohl bei Twitch als auch bei YouTube? Schreibt da jemand Das weiß ich nicht. die gleichen Sachen in den beiden Chats? Der Trickser. Hat dir Sonja schon so komische untergejubelt, dass du auf keine von ihr organisierten Dates mehr gehst? Das könnte eine Erklärung sein. Ich habe dir noch nie jemanden untergejubelt. Ich bin nicht diejenige, die dir Leute unterjubelt. Das ist jemand ganz anderes. Und das hat eigentlich am Anfang gut funktioniert. Und dann Die halt ersten nicht drei mehr. Tage. Ja, aber von mir war das nicht. Also ich habe dir noch niemanden untergejubelt. Ich würde es gern machen, aber du willst es nicht. Zu Deswegen spät. ich bin da ich bin da nicht so. Markus würde gern mal blind gegen uns spielen. Markus, du darfst so oft blind spielen, wie du willst. So, ich mach mal wieder einen aktiven Zug. Guck mal, seitdem du gesagt hast, ich habe mehr Zeit. Hast du weniger? Minute weniger. Danke. Danke fürs Jinxen. Tut mir sehr leid. Ist okay, ich wusste schon, dass sowas passieren würde, deswegen. Ist So. Patrick jetzt eigentlich weggegangen nach meinem Kommentar? Er hat auf jeden Fall lange nichts geschrieben. Ach, Patrick, ich hab's doch nicht so gemeint. Aber er meinte auch, er meinte das nicht so. Okay. Der Buchs meint, er findet Rollkragen nicht verständlich. Man darf am Hals nichts haben. Geht nicht. Ich muss sagen, ich finde das auch. Also ich habe so zwei Rollkragenpullover, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen unschön. So, weiß ich nicht. So ein komisches Gefühl irgendwie. Willst du mir irgendwas sagen? Na gut, also nur weil sich das für mich komisch anfühlt, muss ich das für dich ja nicht komisch anfühlen. Also Das ich finde stimmt. das einfach, also manchmal, weiß ich nicht, ein bisschen unangenehm. Das hat ja nichts mit was anderem zu tun.
Also, ich find's ziemlich angenehm. Außerdem könnt ihr dann alle mein Doppelkinn nicht sehen. Der Rollkragen verdeckt nur die Knutschflecken. Und Kugelflecken. Leute, was ist denn da los? Wild. Wild schon wieder heute, die Leute. Und ich gewinne jetzt gerade eine Qualität, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also Patrick Also, entschuldigt sich nochmal. Ja, doch, oder? ich meine, Qualität ist auf jeden Fall besser als keine Qualität, aber. Läufer E4 vielleicht und den blöden tauschen. Springer jetzt C3. Ich dachte, man gibt den, aber. Kannst du nicht auf B7 nehmen dann? Ja, okay, ich mach's einfach. Ich höre auf die WGM. Die Ja, hat ein Turnier gewonnen. Springer C3, Läufer B7, Springer E2 und dann König H2. Und wenn er C1 nimmt, nimmst du den Turm. So, okay, jetzt tausche ich den mal und dann tun wir eins. Sehr gut. Ja. Ich habe schon wieder wenig Zeit. Qualität ist besser als keine Qualität, ja? Das war tatsächlich ein sehr schlauer Spruch. Ja, das stimmt schon. Aber es ist schwierig, es ist eine schwierige Stellung. Okay, aber. Ich bringe jetzt mal den König ran. König F2, König E3 und dann laufe ich mal langsam hier in den schwarzen Feldern rein. Wann kommt der Kugelblumen-Channel auf Twitch? Das ist eine sehr gute Frage. Gibt keinen. Kugelblumen. Süß. Jupiter fragt, was hättet ihr alternativ studiert, falls es Jura und Wirtschaftsmathe nicht gäbe, beziehungsweise welche Studiengänge habt ihr bei eurer Studienwahl auch in Betracht zu ziehen, gezogen? Jose wäre in my honest opinion auch eine gute Informatikerin. Also wenn du mich mal programmieren sehen hättest, dann wüsstest du, dass ich auf jeden Fall keine gute Informatikerin wäre. Nee, du wärst eine gute Medizinerin geworden. Aber ich weiß nicht. Ich mag keine Menschen, das ist echt ein Problem. Okay, aber ich kenne auch jemanden, der auch keine Menschen mag. Und sie hat sich dann trotzdem dazu entschieden, Ja, und sie Medizin möchte zu studieren. Chirurgin werden, weil sie gern Leute aufschneidet. Nee, aber mittlerweile will sie gar nicht mehr Chirurgin werden. Zuerst wollte sie ja Leichen aufschneiden. Dann hat sie gesagt, okay, keine Leichen, sondern also noch lebende Menschen. Und jetzt will sie aber so, wo man die Leute in die Röhre schiebt. Nee, nee, also ich meine, ich habe sie im September gesehen und da wollte sie wieder Menschen aufschneiden. Diesen September, also 2020. Ja. Okay, weil im Januar meinte sie noch so, nee, sie will lieber das Ja, machen, nee, wo. zwischendurch war Radiologie, aber ich meine, es ging dann zurück zu Menschen aufschneiden. Okay. Ja. Achso, weiß ich nicht. Aber sicher wird sie sehr gut. So, Karo Khan, was kann man hier opfern? Josephine, sag mal an. Es gibt doch dieses, okay, das ist kein Gambit, aber du kannst dieses D4 und dann E5 und dieses G4, H4 spielen oder so. Okay. Okay, ich mach's einfach. Und G4 A4. ihre Dudheit sagt, dass dir das modisch ist und dir gut steht. Ich nehme an, das bezieht sich auf deinen Rollkragenpullover. Danke. Also eigentlich ist das einfach nur, damit mir warm bleibt hier. Aber danke. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon einige Kommentare darüber gehört, weil der ist halt richtig, richtig groß, der Pullover. Und ne, also ich glaube, man sieht schon hier oben, dass es vielen Leuten zu viel ist. Aber ich denke mir so, interessiert mich herzlich wenig. Ist ja So. wichtig, dass es bequem ist und so. Ja. Am besten Pathologie, die Nerven am wenigsten. Und das habe ich tatsächlich nicht in Betracht gezogen. Also. Kocht ihr gerne oder geht ihr lieber ins Restaurant? Welche Richtung? Fleisch, vegetarisch, mediterran? Also ich esse in letzter Zeit sehr gerne Indisch. Okay. Das finde ich sehr, sehr lecker. Ich esse viel asiatisch, relativ viel vegetarisch zu Hause, aber also nicht ausschließlich. Ich gehe aber auch gern mal essen, weil irgendwie können die das meist doch besser als ich. Also ich esse kein Asiatisch mehr seit unserem kleinen Zwischenfall. Ja, okay, aber ich esse ja immer so Currys und so. Der Zwischenfall war ja mit was ganz anderem. Also. Der war trotzdem so schlimm, dass ich seitdem einfach, wann war das, vor 2 Jahren? Seitdem habe ich nichts Asiatisches mehr angerührt. Josephine, was magst du an Menschen nicht? Ja, also meistens sind sie hinterhältig und egoistisch und so.
Das ist doch, weiß ich nicht. Die meisten Menschen sind nicht besonders ehrlich. Das finde ich schon nicht so schön. Und das Traurige ist, ich verstehe es auch nicht mal. Das ist ja wahrscheinlich das Schlimmste. Was für ein Zwischenfall. Ja, was kann mit Essen so passieren? Ich sag nichts, aber es war schlimm. Mir ist es Power. richtig schlecht. Power rated. Danke, Paul. Vielen, vielen Dank. Danke, Paul. So, guck mal, nach Dame F7 sieht es noch ganz gut aus. Also der F8 ist so gut wie weg. Nicht nur der, ja. Ja, jetzt ist der andere auch noch weg. Komm, machen wir es mal. Nehmen, nehmen, nehmen. Die Eröffnung war ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich spiele die ab jetzt einfach immer. Er hat das nicht ganz optimal gespielt. Nee, ich glaube, F6 war nicht so ganz das Wahre. Was denkt ihr beiden zuerst, wenn ihr eine Schachstreamerin seht? Was hat die denn an oder was spielt die denn da? Was spielt die denn da? Ja, ich auch meistens. Also, Also, ich weiß nicht, ich bin da generell, es kam ja auch mal so die Frage, ja, wenn du bei einem Turnier bist und so, auf was achtest du da? Oder sowas in die Richtung, wenn du eine andere Spielerin siehst. Und ich dachte mir so, hä, was soll ich denn da achten? So, ich nicht gucke halt, mal wie auf sie. die Partie. Ich guck halt, was sie spielt. Und okay, wenn sie halt sehr hübsch ist, so, dann macht man halt die Augen auf und sieht es. Aber dann, ne, man sagt so, okay, cool. Und dann geht man halt weiter. So. Ja. Le Bux war mal in eine verknallt, die nur assige Freunde hatte und sich beschwert hat, dass alle Männer Kacke sind. Alles eine Frage des Umfelds. Ja, also. Was ist denn das für ein Gambit? Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt gerade selbst ausgedacht. Glaubt mir, die meisten Menschen sind schlimmer, als ihr denkt. Aber egal. Das kann sie sagen mit 23 Jahren Lebenserfahrung. Richtig. Männer bekommen solche Fragen nie. Das Ja, ist richtig. aber ich habe das Gefühl, das macht den Charme unseres Streams aus. Patrick wurde zensiert im Chat, aber er ist sehr verärgert, das kann ich vorlesen. Ich hasse das. Nee, ich bin so sauer. Entspann dich, Patrick. Patrick, nee, ich sage. Bist du noch da? Du bist jetzt auf einmal ganz leise. Was hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Ich bin noch da. Ich habe nichts geändert. Hörst du mich noch? Ja, aber leise. Okay, ich habe nichts gemacht. Ich habe echt nichts gemacht. Clownfisch sagt, man projiziert alles in Menschen hinein und sieht im Grunde nur sich bzw. seine Überzeugung. Will er mir damit sagen, dass ich ein sehr schlechter Mensch bin? Klingt so, ja. Klingt so, ja. Das klingt. Schon vorbei? Ja, er hat Ach die Dame so. eingesetzt. Ups. Ups, habe ich gesehen. Gambit Player 1, hau raus. Spielt ihr lieber mit Digitaluhr oder analog? Digital. Ich auch, ich kann dieses Uhrenticken nicht mehr ab. Ich weiß nicht, wie ich das, als ich klein war, ausgehalten habe. Ich finde das auch ganz schlimm und ich weiß auch nicht mehr, weil ich meine, dann stellt man ja auch manuell quasi ein, so zum Beispiel beim Blitzen 5 Minuten und gefühlt hat jedes kleine Kind immer sich so eine Minute mehr gegeben, weil man es halt eh nicht richtig gesehen hat. Und auch Ja. dieses Plättchen, wenn es gefallen ist, das war halt auch, man wusste halt nie, wie viel Zeit einem halt wirklich noch bleibt. Ja, und es kommt auch auf die Uhr an, ja. Das eine Plättchen fällt viel schneller und das andere langsamer und so. Ja. Ja, genau, deswegen, das fand ich nie, das war immer. Okay, also Clownfisch meint, ich bin von was überzeugt. Ja, das stimmt. Also mir ist auch schon klar, dass andere Menschen nicht unbedingt an Sachen glauben, an die ich glaube, aber tue ich halt. Hattet ihr schon mal einen Turniergegner, der gemüffelt hat? Also ich muss da gerade Ja. an Zürich denken. Ja. Obwohl er, aber da ging's, also für seine Verhältnisse. Ja. Aber ja, gibt es. Sonja, kennst du analoge Uhren überhaupt noch? Warum wird die Ja. Frage nur Sonja gestellt? Was denkt ihr denn, wie alt ich bin? Hallo? Sonja hat doch vor mir angefangen mit Schachspielen. Ja, also, ich bin hier schon lange dabei.
Und ich meine, aus dem, was wir eben erklärt haben, sollte doch eigentlich rausgehört werden können, dass wir damit schon gespielt haben. Zeig mal deine Schuhe. Glaubt ihr, dass Sonja Schuhe anhat? Ich habe keine Schuhe an. Ich zeige auch sicherlich jetzt nicht meine Füße im Stream. Es hat schon mit der Hose nicht geklappt, also bei den Füßen habt ihr, glaube ich, noch schlechtere Chancen. Also ich weiß nicht, warum jemand die Füße von jemand anderem sehen will. Also ich meine, jeder, wie er will natürlich, aber... Irgendwas ist an Sonjas Sound kaputt gegangen. Klingt merkwürdig jetzt. Habe ich auch gesagt. Okay, warte mal, ich steck noch mal das Mikro aus und ein. Ja. Patrick, nicht traurig sein. So, hörst du mich jetzt wieder besser? Ja. Okay. Ein- und ausstecken hat es anscheinend gebracht. Ja, wir wollen endlich mal die Hose sehen. Also ich habe eine schwarze Jeans an. Das ist sehr Ich habe spannend. eine anthrazitfarbene Leggings an. Sportleggings. Anthrazit? Anthrazit? Das nennt man so. Donation Goal, neues Mikro. So machen das Profi-Twitch-Streamer. Ja, vielleicht hat mir kastrierter König ja ein neues Mikro geschenkt. Ich habe Die Hoffnung bleibt. überlegt, mir eine neue Kamera zu kaufen, weil ein Schüler von mir hat jetzt eine neue. Und er sieht Ja. einfach so unheimlich scharf aus. Ja. Da Hat er dachte dir auch ich. verraten, welche das Ich ist? habe noch nicht gefragt, aber ich habe überlegt, mal zu fragen. Okay, ja, dann frag mal für mich mit. Ist die Elo-Skala für Damen dieselbe wie für Herren? Ja. Das ist Ja. für alle die gleiche. Weißt du, welchen Song ich letztens wieder gehört habe? Nee. Baby von Justin Bieber. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass auf YouTube, das hat einfach 15 Millionen Likes und 12 Millionen Dislikes. Wie geil. Das fand ich schon ordentlich. 12 Millionen Dislikes ist schon hart, ja. Das ist halt schon richtig hart. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bin unkreativ. Komm zurück. Komm. Das ist doch deine Eröffnung, oder nicht? Dann damit zurück. Sieht nicht gut aus, aber ich habe mehr Zeit. Contiello sagt, er mag uns. Er versteht uns zwar nicht, aber es wirkt wie ein Weihnachtsumfeld. Ja, wahrscheinlich wegen meinem Ich wollte Pullover. gerade sagen, wahrscheinlich liegt es an deinem Pullover. Das ist hier Weihnachtsspirit. Ich bin noch, ich fange bald wieder an zu sagen, ich habe bald Geburtstag. Aber nee, also für die Leute, die auch gesagt haben, Sonja, wann hast du Geburtstag? Ich sag noch nicht bald. Wenn Ich man sag noch nicht bald. auf Google Sonja Blum eingibt, ist das Erste, was man sieht, Sonja Blum Freund. Wieso hat er dafür eine Auszeit bekommen? Aber was googelt ihr denn? Also was, ich meine, dann kommen ja immer so Vorschläge. Ja. Dann bin ich ja jetzt ganz interessiert, was ihr da immer googelt. Na, anscheinend Sonja Blum Freund. Sonja Blum. Danke dafür. Liegt bei Sonja noch Schnee? Liegt bei dir Schnee? Liegt bei uns noch Schnee? Nee, tut's nicht. Aus welcher Ecke von Deutschland kommt Sonja denn? Ist da noch minus 20 Grad? Hallo, ich habe die Heizung heute mal ausgelassen. Ich konnte mich auch den ganzen Tag nicht entscheiden. Ich habe mich dann aber für leicht anmachen entschieden. Ja, ich habe sie ausgelassen, weil ich mir gesagt habe, hier, der Pullover ist passend genug. Deswegen macht mich jetzt nicht fertig, liebe Leute. Es wird besser. Wird hier aber langsam warm. Wann habt ihr mit Schach angefangen? Zwischen 5 und 6. Mit 7. Der zweite Vorschlag ist Latzhose. Jetzt habe ich das Gefühl, sie verarschen uns. Ja, nee, ich weiß, dass sie einfach die Latzhose und den Pullover zusammen sehen wollen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Wird aber nicht passieren. Ihr habt euch die Latzhose verspielt. Ich habe nur Angst, dass sie wieder fragen, ob du schwanger bist. Ich hab vor allen Dingen, wenn ich den Pullover trage und dann die Latzhose, da
überlege ich selbst, ob ich schwanger bin. So. Wie gewinne ich jetzt? Mögt ihr beide als moderne, modebewusste Frauen nicht dem Herrn Kugelbu seinen Kümmelbart wegempfehlen? Was? Was? Keine Ahnung. Mann, ich will den eigentlich gar nicht opfern, aber ich glaube, ich mach's einfach. Komm, komm, mach mal. Nee, ich finde den eigentlich ganz gut, weil ohne Bart sieht er aus wie 12. Okay. Würdet ihr neben Kugelbuch auch mal mit The Big Greek oder Huschenbeet gemeinsam streamen? Also ich habe schon mal mit The Big Greek gestreamt und noch nie mit Kugelbuch. Ja. Mit meinen Freunden bin ich immer dabei. Ja, bei The Big Greek hast du ja auch gesagt, es war sehr, eine sehr, sehr nette Community und das hat dir sehr, ja, sehr gut gefallen. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir damals gesagt haben, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Okay, wir haben beim ersten Mal auch 3 Monate gebraucht, um von willst du mal zu mir kommen? Ich so, ja, kein Problem, dann wirklich dazu zu kommen. Also, also, ja, okay, aber ja, das ist ja immer... Wir haben es da nicht so drauf. Macht eure Instagram-Profile mal öffentlich und nicht privat. Warum redet ihr immer von euch? Also ihr merkt, dass wir 2 verschiedene Personen sind und wir unterschiedliche Dinge machen, ja? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht denken viele auch, wir teilen uns ein Insta-Profil. Weil meins ist privat. Und meins ist öffentlich und trotzdem hat Sonja mehr Follower. Wenn ihr anfragt, nehme ich an. Das macht gar keinen Sinn. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Aber ich bin einfach zu faul, um das umzustellen. Ich bin auch zu faul, um endlich mal hinzuschreiben, dass ich 23 bin und nicht 22. Aber ich habe da einfach nicht... nachgedacht. Kann man im hohen Alter auch noch GM werden? Grundsätzlich schon. Also zu empfehlen ist die Senioren-WM. Aber natürlich ist es leichter, wenn man jünger ist. Boah, der spielt so stark. Du konntest meins nicht finden, Don Wells. Also ich würde mal Josefina Heinemann eingeben, dann solltest du eins finden, was nicht privat ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ich bin zu langsam. Und überfragt. Das auch noch. So, also ich weiß nicht, ob du das warst, Don Wells, aber irgendwer hat es geschafft, mein Profil zu finden. Schach. Ich bin halt auch so schlecht im Pre-Moven. Discre sagt, einen Tag werde ich einen Twitch- oder YouTube-Kanal haben. Ja, ich überlege noch. Tendiere mehr zu YouTube. Aber auch da bin ich nach wie vor nicht sicher. Nimm den scheiß Läufer weg, ey. Obwohl, hier verliert man ja gar nicht, wenn der noch auf dem Brett ist. Ich bin so schnell. So schnell. Okay, eine Partie noch, ha? Eine Partie machen wir noch. Eine Partie machen wir das noch. Das war's dann erstmal mit Gambits für ein Jahr oder so. Teilt ihr euch denn auch den Freund dann? Der wird nicht geteilt. Nee, der wird nicht. Wir teilen uns vieles. Wir teilen uns gerne Donuts, Essen, alles Mögliche. Ja, aber keine Egals. Genau. So, was kann ich hier für ein Gambit spielen, Josephine? Warte, ich bin noch nicht bei der Partie. Es lädt noch. Was steht denn auf dem Brett? Das Französische. Achso, hier gibt's auch so ein Flügelgambit. E5 und dann B4 oder sowas. Okay, ja. Einfach B4? Hier jetzt B4? Ich glaub schon, ne? Okay, dann mal einfach. Ich bin nicht sicher. Josi und Sonja, ist Schach nicht eine gesellschaftliche Nische, in der sich prozentual mehr nette Menschen aufhalten als in der Gesamtgesellschaft? Ist zumindest mein Eindruck Hoffnung. Ich spiele aber kein Vereinschach und schließe vielleicht nur von netten Menschen wie euch und Persönlichkeiten wie Rustam, Vichy, Anand, Peter, Leko, Karpov etc. auf die Gesamtheit. Also ich befürchte, dass es beim Schach nicht mehr nette Menschen als sonst gibt. Ja, also es gibt sehr, sehr viele nette Leute, aber das ist ja überall so. Es gibt halt auch sehr, sehr viele nicht so nette. Also es ist halt... Ja. Also ich glaube, es ist wirklich hier...
eigentlich sehr repräsentativ für die Gesellschaft. Donuts teilen ist aber doch eigentlich schon deutlich intimer. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Nee, aber wir stehen auch auf ganz verschiedene Typen. Ja. Deswegen, die Problematik gibt es bei uns zum Glück gar nicht. Nee, das stimmt. Was würdet ihr denn gerne mal gefragt werden? Also immer diese Fragen. Ich weiß nicht, was ich mir gerne mal gefragt werden will. Ich finde das auch irgendwie eine ganz seltsame Frage. Weil die kommt halt auch jedes Mal. Ja. Also gefühlt in jedem Stream kommt diese Frage und ich weiß halt nicht, was die Person halt von uns hören will. Ich glaube, es also sind immer andere halt, Personen. Also. Dass wir einfach mal random so eine Frage an uns selbst stellen. Also es ist aber natürlich auch ein bisschen schwach, dass wir die schon so oft bekommen haben und das, was wir immer noch nicht hinkriegen, uns das auszudenken. Aber... Das ist richtig. Habt ihr mal Wishy Anand getroffen? Er ist ja viel in Deutschland, ja mehrfach. Sehr netter Kerl. Sehr amüsantes Deutsch. Übrigens sehr gut. Hätte man eine nette Unterhaltung mit ihm und Rustam. Da habe ich mir ein bisschen von ihm Schach erklären lassen. War so süß, weil man hat ihm so ein bisschen angesehen, dass er denkt, oh, die hat ja gar keine Ahnung. Aber er war trotzdem sehr nett und also war sehr, sehr nett, das war in Baden-Baden mal. Was ist eure Meinung zu gerahmten Bildern? Ja, ganz nett, ne? Ja, kann man machen. Hast du die Niederlage gegen Nepo verarbeitet, Josi? Ja, die Niederlage schon, aber seinen Teufelssmiley danach habe ich noch nicht so richtig verarbeitet. Das fand ich ein bisschen fies, aber... Sehr hübsche Frühlingsbluse, Josephine. Danke. Ich dachte, ich könnte ja auch mal beweisen, dass ich mehr als 3 Kleidungsstücke im Schrank habe. Marc stellt auch eine sehr wichtige Frage, und zwar Pizza oder Schoki? Also wahrscheinlich eher Schoki, aber es kommt schon auch sehr drauf an, ob ich gerade was Süßes oder Salziges will. Also. Ja, irgendwie was Deftiges, was Richtiges oder einfach nur ja. Ein bisschen. Mit Rustam und Wischi gleichzeitig reden würde mich, glaube ich, durch Cuteness Overload umbringen. Es war echt hart, also sie haben so auf Deutsch Witze gemacht, also so Wortwitze. Es war schon ziemlich nice. Also. Ich saß so daneben und es klang halt so süß. Also bei dem halt beide, finde ich, einen ganz süßen Akzent, aber sprechen halt beide trotzdem gut Deutsch. Das war, ja. So, das muss doch gut sein. Würdet ihr lieber für immer auf Kaffee oder Tee bzw. Alkohol verzichten? Also ich glaube, Kaffee, Tee ist eine Kategorie und Alkohol ist die andere. Ich würde dann lieber auf... auf Alkohol verzichten. Ich auch auf jeden Fall auf Alkohol. Ich brauche meinen Kaffee, um wach zu bleiben. Ich bin auch bei Tee. Würdet ihr eher ein belegtes Brötchen mit Frikadelle und Nutella oder Brathering und Marmelade essen? Also definitiv Frikadelle und Nutella, weil ich esse gar keinen Fisch. Ich esse auch keinen Fisch. Obwohl es auch sehr eklig klingt. Also. Ja, aber lieber das. Ja. Positions- oder Angriffsschach? Eher Positions. Bei mir ist eher Angriff. Oper oder Musical? Musical. Oper. Echt? Ja. Krass. Ich weiß nicht, Musical, das ist mir immer zu viel Gesinge. Das hat mich immer schon, bei Disney-Filmen hat mich das immer schon gestört, dieses ganze Rumgesinge. Aber das ist doch mehr bei den Neuen, oder? Dass sie da alle singen. Ja, aber mich verstört das irgendwie richtig. Und warum guckst du die? Wie alt bist du denn? Ich bin 23. Streit oder nachgeben? Nochmal? Streit oder nachgeben? Kommt drauf an. Also bei mir eigentlich eher weder noch. Aber streiten eigentlich nie, deswegen, ja. Sag mal, hier muss doch Mathe, bin ich auf den Kopf gefallen, oder was? Also es war vorhin angeblich schon mal Mathe in 1. Ach so, aber ich sehe hier in Mathe. Ich
sie doch hier in Mathe. Ordnung oder Chaos? Mathe. Hab's. Okay. Hab's. Okay. Chaos. Also bei mir ist es schwierig. Also weil ich bin nicht so ein ordentlicher Mensch, aber ich brauche eigentlich sehr viel Struktur. Also, ist, okay, ja. Okay, aber dann gut. Na gut, das war's für heute. Sonja hat nicht alles gewonnen, aber fast. Ich habe eine Partie verloren, ja. Nee, ich habe nur gesehen, dass wir trotzdem Zahl verloren haben. Ich dachte eigentlich, es ist nie voll gut, aber... Ach so, ja, ich habe halt irgendwie immer ne, so einen Pluspunkt und dann habe ich halt eine Partie verloren und hatte ich halt minus 29. Ach so, ja. Also wie immer. Ja. Genau. Beim nächsten Mal behalten wir unsere Figuren hoffentlich. Ja. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Genau, und schaltet morgen unbedingt ein bei Matthias. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.